So, willkommen zurück bei Super Smash Bros. Für die Wii U. Nachdem ich gestern eine vergebene Aufnahme hatte, muss ich jetzt das nochmal schnell neu aufnehmen. Ich wurde doch gefragt, ob ich Pac-Man mal spielen kann. Werde ich machen, aber nicht oft. Ich werde jetzt zwei Runden Pac-Man picken, danach nehme ich was anderes. Weil ich habe gestern schon, wie gesagt, aufgenommen gehabt und es läuft einfach nicht. Ich werde den Kommentar jetzt einblenden. Ja. Aber nee, es läuft überhaupt nicht. Ich habe in der Aufnahme, ich sag mal so, die Aufnahme ist nicht fehlerhaft, aber ich bin einfach nicht zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Es war zu spät. Um 3 Uhr aufzunehmen, war einfach nichts für mich. So. Hua! Hua! Oh Gott. Ich habe mich gestern schon gefragt, wie man mit Pac-Man ordentlich spielen soll. Weil ich persönlich finde den Char echt. Ich finde es schwierig, mit ihm die Smashes zu treffen, muss ich ehrlich sagen. Stimmt, der Crab ist ja auch so lahmarschig. Mann, geh weg. So. Yay, ich hab mit Pac-Man dominiert. Sorry, dafür, aber ich bin kein Pac-Man-Freund. Ich mag weder die Spiele noch mag ich seinen Kampfstil hier. Ihr frisst Apfel. So, jetzt hab ich den Schlüssel. Boah. So. Ah, oh, schade, ich wollte mit dem Hydrant treffen. Yeah, ich habe jemanden mit Pac-Man getoo-stockt, Alter. Yeah! Das war schon dezent gut. Nee, wahrscheinlich. Ich habe gestern jede Runde verloren, weil ja, ich habe so gegen 3 Uhr nachts aufgenommen. Und um 3 Uhr gibt es dann auch in der Regel, ich sag mal, die etwas besseren Spieler. Aber okay. Egal. Bam. So. Egal. Wir machen das schon irgendwie mit Pac-Man. Oh, Gendorf. Friss Orange. Friss Orange. Ui. Ahme meine Bewegung nach. Ui. Fühlst du, wie sich dein Rücken streckt? So. Bam! Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Und? Nom! Oh. Nach, während wir an dieser Position arbeiten. Schade. Bam! Da wollte er den Hydrant kaputt machen. Hände und Fersen auf dem Boden. Halte die Position 30 bis 40 Sekunden. Okay, da hat er mich getroffen damit. Ist der Angriff zu mächtig. Guck mal, da wollte er Ganon Suicide machen. Das ist einer, du. Haha! Bam! Ahne meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Bam! Fühlst du die Dämonen in der Taille?
Das sah gerade richtig gut aus. Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Ich hab eine Kirsche. Jawohl. Bam. Guck mal, der denkt, er hat keine Chance. Fühlst du die Anspannung in der Seite? Na komm. Das können wir meinetwegen eine halbe Stunde machen. Jawohl. Es ist langweilig. Also hier seht ihr ein Musterbeispiel, wie man nicht spielen sollte. Kehre nun zur Ausgangsposition. So. Ah, so knapp. Also es war wirklich ein Paradebeispiel, wie ihr ihn wirklich nicht spielen solltet. Das ist nämlich echt nicht schön. Weil das echt lame ist im 1 gegen 1. Auch wenn ich vielleicht dafür gehatet werde, dass ich sowas mache, aber... Ich finde, sowas gehört sich nicht. Einfach die ganze Zeit an der Kante zu gammeln und... wirklich drauf zu hoffen, dass der Gegner irgendwann mal sich grabben lässt zum Selbstkillen. Das ist... Nee. Das finde ich nicht schön. Das macht man nicht. Eigentlich müsste ich jetzt einen Char nehmen, wo ich ihn einfach nur fertig mache, wenn er den Scheiß macht. Wir werden Pac-Man gleich wieder nehmen. Ich nehme aber jetzt eine Runde Falco. Ich weiß nicht, ob ich ihn damit fertig machen kann im Endeffekt, aber... ich kann ihn zumindest abfacken, wenn er das macht. Indem ich ihn einfach die ganze Zeit mit dem Laser in den Kopf schieße. Ah, war gar nicht so schlecht, die Wahl. Nope. Nope. Bam. Zack, zack, zack. Bam. Das war's. Smash doch nochmal. Smash nochmal, aufkommen. Ich kann das die ganze Zeit machen, ne? Der Typ ist echt nicht der Schlauste, oder? Ui! Hi! Na komm, gib auf. Du hast eh keine Chance mehr. Pschuh! Ach, das war schön. Ich wollte ihm nur mal zeigen, wie man...
also tatsächlich auch noch ein bisschen anders spielen kann, wenn ich das will, weil ich fand das echt nicht schön, wie er mit Ganondorf gespielt hat. Ich habe auch wirklich nur diese eine Runde reportet. Wenn er noch drinnen bleibt, ist mir egal. Gegen den habe ich wenigstens eine Chance mit Pac-Man. So, ein, zwei Runden gehen wahrscheinlich noch. Ja, ja. Mal sehen. Captain Falcon. Will er jetzt ernst machen oder was? Das Wasser hat ihn runtergedrückt, wenn ich mich nicht verguckt habe. Was ein Scheiß, Alter. Na, hör auf, Junge. Du kannst es auch mit Captain Falcon nicht. Oh, schade. Nö. Was? Er hat sogar gewonnen. Krass. Dann sieht man mal, wie bad mein Pac-Man ist. Egal. Hat er halt auch mal gewonnen. So, jetzt habe ich ein paar Mal Pac-Man gespielt, jetzt mache ich ihn immer noch einmal fertig. So, du meinst, du gewinnst jetzt nur, weil du Captain Falcon genommen hast, wahrscheinlich noch einmal. Soll ich gleich mit Schulk ankommen? Okay. Mal sehen, ob er jetzt wieder Captain Falcon nimmt, weil er jetzt einmal gewonnen hat. Du kannst auch noch was anderes außer grabben, ne? Bam! So. Das tut so weh, wenn du einen smashst mit in dieser Form. Bam! Ui. Now it's Shulk time. Ui.
Ui. Hätte er mir jetzt das Knie gegeben, wäre er ziemlich am Arsch gewesen. Will ich mal so anmerken. Wechselbrechen ist tot. Ah, schade, ich hätte doch Side Smash machen sollen. Tot. Siehst du, auch mit Captain Falcon hast du keine Chance, wenn ich einen richtigen Char spiele. Ach, ich mag Shulk. Shulk ist stark, wenn man ihn kann und wenn man diese Form da beherrscht. Die Sprungform da an der Einstelle hatte ich übrigens bewusst genommen, weil ich dachte, der boxt mich vielleicht jetzt über die Kante nochmal und ich werde keinen Sprung haben, deswegen. Was auch die Zeit? Nee, der Part ist vorbei. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Super Smash Bros. Für die Wii U. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!